Ich glaube, am Dienstag haben sehr, sehr viele in diesem Land durchatmen können. Das milliardenschwere U-Boot-Projekt aus Norwegen kommt nach Kiel und wird hier gebaut. Den Zuschlag erhält ThyssenKrupp Marine Systems und es waren jahrelange, sehr schwierige Verhandlungen, die sich am Ende tatsächlich gelohnt haben. Allen, die sich daran beteiligt haben, gilt ausdrücklich mein Dank. Es gibt wahnsinnig viel Sicherheit über Jahre hinweg für die Beschäftigten, für den Kieler Standort und aber auch, das vergessen wir ganz oft, für viele Zuliefererfirmen in Schleswig-Holstein insgesamt. Die Werftenbranche braucht aber auch einen Zukunftsplan und daher brauchen wir insbesondere, wenn wir das Know-how, wenn wir die Beschäftigung, wenn wir die Standorte nicht nur in Schleswig-Holstein, sondern in ganz Deutschland halten wollen, um konkurrenzfähig zu werden, weltweit, müssen wir aufhören, untereinander uns Konkurrenz zu machen. Dafür wäre es sinnvoll, eine Gesamtstrategie für Deutschland auf den Weg zu bringen. Die Unternehmen sind bereit, die Gewerkschaften sind bereit. Wir befinden uns gerade hier in einem Wandel. Und wenn wir wollen, dass zukünftig Schlüsseltechnologien auch hier in Deutschland produziert werden, das Know-how hier in diesem Land bleibt, dann brauchen wir eine gesamte Strategie mit allen 5 Bundesländern. Es ist Zeit, dass wir dieses anpacken für die Zukunft, für unsere Werften, für die guten Arbeitsplätze in Schleswig-Holstein. Applaus